Hallo und ganz herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Sunshine. Wir sind wieder zurück und haben uns noch die letzten zwei Insignien von Parco Fortuna ab und die letzten zwei blauen Münzen, wovon mir eine schon bekannt ist, welche es ist, und die zweite muss ich halt suchen. Weil das habe ich leider nicht mehr genau wissen können, welchen mir noch gefehlt hat, das als zweite Münze. Ich habe zwar einen Verdacht, aber ich hoffe mal, dass es der wirklich ist. Dass ich den auch so bald wie möglich bekomme. Wenn nicht, dann haben wir dann wirklich ein riesengroßes Problem. Weil da dürfen wir suchen. Aber kommen wir zu Kapitel 7. Mario Morgana im Park. Oder sollte ich lieber sagen, Bowser Jr. im Park? Ja gut, im Freizeitpark sind meistens immer sehr viele Kinder unterwegs. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass auch der auch mal ein bisschen Fun haben will. Anstatt dass er dann immer in diesem Entführungsteil mitspielen muss. Man weiß ja nicht, wer genau da involviert ist. Wir wissen ja, Bowser Jr. hat ja das alles inszeniert. Aber anscheinend aufgrund von seinem Vater. Oder er wollte seinen Vater beeindrucken, dass er auch etwas kann. Wir wissen das halt leider nicht ganz genau. Okay, ich probiere es jetzt einfach immer mit dem Kapitel nochmal. In der Hoffnung, dass es... okay. Wir brauchen die Kokosnuss. Ausgesetzt, sie ist da irgendwo da. Nein! Ich glaube, ich hab's versaut. Gibt sie nochmal? Oder ob es jetzt endgültig versaut ist, dass ich sie ins Meer geschmissen habe. Ach. Okay, wissen wir was? Wir lassen das jetzt mal sein und hoffen, dass es eine irgendeine andere ist. Ich habe jetzt keinen Bock nochmal zu suchen. Im Gegenzug kümmern wir jetzt mal um diesen Phantom. Der hat anscheinend wieder mal nur Blödsinn im Kopf. Ich würde es halt gerne auf andere Art und Weise machen, mit rumrennen und aufs links und rechts spritzen, aber es geht halt mit dem Xbox 360 Controller nicht, weil es die Einstellung halb runterdrücken nicht gibt. Also entweder ich kann nur ganz runterdrücken zum Sprühen oder gar nicht. Denn die Zwischenmöglichkeit gibt das hat leider bei diesem nicht. Da hätte es auch lieber gehabt, wenn Nintendo mal ein Remake dazu veröffentlicht hätte. Das wäre mir lieber gewesen. Vielleicht hören sie mich ja noch und uns wirklich noch. Auf jeden Fall, es ist notwendig, Nintendo. Wie alt ist das Spiel schon? Schon einiges alt. Und welche Remakes kamen bis jetzt raus? Ja, und ich habe den letzten blauen Münze jetzt auch schon erspäht. Das ist der Vogel. Aber erstmal muss ich diesen Mario Morgana-Typ mal ins Haus wischen. Also dann wissen wir, welche zwei Münzen es sind. Einmal das bei dem Schiffsschaukel unten und dann der blaue Vogel. Also dann hat es mit der Sonnenblume wirklich nichts zu tun. Dann ist das wahrscheinlich mal so ein Irrtum gewesen, dass ich vielleicht mal aussehen dann den Schmetterling gegessen habe mit dem Yoshi. Der hält aber heute viel aus. Aber nicht so viel. Verflixt, das werde ich mir merken. Dann haben wir jetzt auch die letzten zwei blauen Münzen. Einmal hier, das wird ein bisschen schwierig. Wir müssen jetzt eben so hochspringen wie möglich und dann gleich mit der Füße antworten.
Eben der Hoffnung sein, dass Partie noch kriegt. Ich glaube, auf Waldsprünge kannst du vergessen, oder geht es doch? Das ist eine gute Frage, geht das sogar? Probiert das jetzt einmal. Wandsprung also. Gut, das wäre jetzt die vorletzte. Ja, und die letzte ist eben der blaue Vogel. Jetzt müssen wir halt nur hoffen, dass er noch irgendwo in der Nähe ist. Ja, da ist er. Und damit haben wir jetzt nun auch die 30. blaue Münze aus dieser Welt. Das heißt, wir haben jetzt alle blauen Münzen von Arco Fortuna geholt. Und jetzt fehlen halt nur noch die zwei Scheinsprite. Eine durch diesen Mario Morgana Fake und dann noch vom 8. Kapitel. Und dann ist diese Welt auch schon durch. Und geht's dann ab nach Lido Sirena. Eine meiner Lieblingswelten in diesem Spiel. Dann werden ja nur noch drei Welten vor uns. Aber das sehen wir jetzt, was genau im Kapitel 8 jetzt zu tun ist und ob wir das in schnell schaffen oder in doch in langsam. Kapitel 8. Achterballonfahrt. Also wir dürfen praktischerweise wieder mit der Achterbahn fahren. So wie man es im ersten Kapitel getan hat, um diesen Robo-Bowser zu besiegen. Jetzt sind in der gesamten Park Ballone. Die haben nicht mit dieser Challenge zu tun. Jetzt können wir unsere Zielgenauigkeit nochmal unter Beweis stellen. Wir haben ja Robo Bowser recht schnell geschafft, indem wir die ersten zwei Raketen gerade regelrecht ins Hauptziel fixiert haben. Also wir haben, glaube ich, 5 gebraucht für 4 Treffer. Also müssen wir jetzt, glaube ich, mit dem reden. Ist das richtig? Willkommen zur Wiedereröffnung der Achterbahn. Ein Wasserballon-Abschusswettbewerb findet gerade statt. Starten. Bist du alle Ballons mit Wasserraketen, die Achterbahn 3 Runden gefahren ist, gewinnst du. Wir berechnen dir dann einen Preis und viel Glück. So, das heißt, wir dürfen 20 Ballons abballen innerhalb von 3 Runden. Das ist nur schwierig. Und manchmal kann man auch mehrere hintereinander erwischen, nur dass der letzte jetzt gerade nicht getroffen ist, juckt ein bisschen. Okay, das war jetzt nicht so ideal. Vielleicht habe ich Glück und schaffe doch noch einiges. Das wird halt doch ein bisschen schwierig. Die Hälfte haben wir schon mal. 12 wären erledigt. 13. Ne, das klappt von so aus nicht. Obwohl, wenn ich runtergehe, vielleicht. Dann die 17. So, jetzt nur noch diese drei da. Wo sind sie genau? Hier. Daneben, Mist. Okay, noch einer. Treffer!
Und wir sind etwa, ja gut, ein, drei Viertel Runden gefahren. Heißt, dass ich kann's immer noch. Das heißt also, der Skill, den ich beim Robo Bowser hatte, den konnte ich widerspiegeln. Du hast es geschafft! Wie das ist, sind die Balance wieder da. Komm wieder, wann immer du willst, und probiere es erneut. Denkt zwar, man hätte verkackt, aber die Scheinsbrecke gibt es trotzdem. Ich könnte es jetzt nur noch mal spielen, wenn man unbedingt Lust hat. Aber ich denke, wir sind jetzt fertig in diesem Park. Dann wird es mal Zeit, dass wir mal ein bisschen Entspannung sorgen. Nach der ganzen Aufregung. Und wo kann man sich am besten entspannen? In einer romantischen Gegend, und zwar in Nidos Arena. Ich kann sagen, dass das Gebiet ist auf jeden Fall richtig romantisch. Noch romantischer geht's gar nicht. So, nochmal zu Beweis. Wir haben alles. Bis jetzt. Oder alles, was möglich ist. So. Dann wollen wir jetzt mal darum kümmern, dass wir mal ein bisschen Erholung kriegen. Das hat so, weil auch Mario braucht dann mal Pausen. Ein bisschen Entspannung nach der ganzen harten Arbeit, die sie uns aufbrummen hier. Beziehungsweise sollte das eigentlich Bowser Jr. das machen. Und zu Bowser Jr. kann ich auch noch eine Information droppen. Denn in diesem Spiel hat er den allerersten Auftritt. Und danach kam er dann immer wieder mal so zwischendurch mal vor. Und nicht verwechseln mit den Mini-Bowser, zum Beispiel aus den Mario Party Spielen. Die haben nichts mit Bowser Jr. zu tun, obwohl sie eigentlich ähnlich aussehen. Das sind einfach nur so billige Kopien von ihm. Dann mal Lido Sirena, Kapitel 1. Magische Mantas. Jetzt zeige ich euch, wieso das Gebiet so romantisch ist. Allein der Sonnenuntergang sagt es schon voraus. Mit dem schönen Ausblick auf den Freizeitpark. Ist einfach wunderschön. Findet ihr nicht auch? Sagen wir mal so, da werden auf jeden Fall die Touristen immer übernachten, wenn es mal spät ist. Ich weiß, dass hier draußen auf jeden Fall ein oder zwei blaue Münzen sind, aber ich weiß nur nicht, wann die genau draußen sind. Und diese Musik hier, die ist auch richtig romantisch. Hier an diesem Strand können sich die Gäste ein bisschen vergnügen. Zu den 100 Münzen Challenge habe ich auch schon das Kapitel, wo ich dann das angehen werde. Und ich habe mir auch schon ein Thema dazu überlegt. Technisch gesehen kann man auch in Kapitel 1 die 100 Münzen sammeln. Das habe ich früher immer gemacht. Bis ich dann eben später herausfand, dass es beim anderen bestimmten Kapitel schneller ging. Weil ich glaube, hier war es eben so, dass du genau 100 Münzen hattest und du durftest keine verpassen. Ach ja, und mit diesem Schleim sollte man lieber nicht in Berührung kommen, weil sonst passiert das. Kriegt einen elektrischen Schlag. Nämlich so elektrischen Schleim. Und ihr kennt ja noch den Trick mit dem Flächendeckenreinigung. Und den werden wir jetzt dann auch hier in Übermaß brauchen. Denjenigen zu eliminieren, der das gesamte Chaos hier angestiftet hat. Wir wissen ja zwar, dass es Bowser Jr. ist, aber wir wissen ja nicht, was für eine Kreatur benutzt hat. Wie das gesamte Gegend hier zu... mit elektrisierten Steinen. Und wieso die keinen elektrischen Schlag kriegen? Keine Ahnung. Aber trotzdem, dreckig lassen sollten wir sie trotzdem nicht. Denn man kriegt ja noch blaue Münzen dafür, fürs Reinigung. Selbst von ihm. Also hier die 30 blauen Münzen zu kriegen,
könnte auch wieder ein schöner Fakt sein, aber es ist machbar. Wenn man weiß, wo man zu suchen hat. Weil ich reinige jetzt einfach diese Gegend nur mal schon mal so weit vor, dass das auch mal erledigt ist. Und ich glaube, hier könnte sogar auch noch eine auftauchen. Oder vielleicht dort vorne eher. Irgendwann mal. Aber jetzt ist es anscheinend noch nicht der Fall. Ehrlich, wenn ich das so sehe, dann ist es wieder so richtig romantisch, vor allem das romantische Hotel. Beziehungsweise, wo steht denn das Hotel? Weil da scheint wirklich etwas nicht zu stimmen. Auf jeden Fall haben wir vom Parco Fortuna noch das Hotel gesehen, aber hier ist gar kein da. Also können wir auf jeden Fall davon ausgehen, dass Bowser Jr. was damit zu tun hat, dass das Hotel nicht mehr steht. Ich habe immer so ein paar Verdachtsfälle, wo man eben blaue Münzen herbekommen kann, aber meistens bestätigen sie sich nicht mehr so genau. Wie zum Beispiel bei der einen Sonnenblume, da hatte ich auch gedacht, dass eine, aber dann gab es doch keine. Aber zum Glück habe ich den blauen Vogel gleich gerade entdeckt und musste den nicht noch suchen. Ich könnte mir vorstellen, was das für eine Katastrophe ist, wenn man alles nochmal suchen darf. Ach, und da bei den Treppen müsst ihr meistens besonders vorsichtig sein. Da erwischt ihr meistens nicht gerade alles. Und wenn auch nur ein kleines Fitzchen übrig bleibt, dann kriegt ihr meistens auch schon einen Erektionsschlag. Aber dafür sind jetzt auch die Münzen da, denn die sollen halt als Heilung fungieren. Das heißt, wir sind nicht komplett ohne Maßnahme da. Und momentan ist jetzt auch mein Plan, dass ich jetzt tagtäglich ein paar Folgen aufnehme, dass ich das in ein, zwei Wochen durch habe. Wenn ich das einhalten kann, dann ist das Projekt auch schnell vorbei und dann kann ich mich wieder mal an wichtigen Projekten widmen, zum Beispiel Livestreams. Wo ich wieder gerne mal Bock hätte, eins zu machen, aber jetzt fragen wir mal diesen Hotelmanager, was hier los ist. Oh, sag mir, dass dein Albtraum vorbei ist. Rettest du mich? Ich weiß nicht warum, aber du siehst fähig aus. Hör zu, es hat am Mittag angefangen. Dieses Manta-Ding tauchte auf. Es war hauchdünn wie ein schwebender Schatten. Es bedeckte das Hotelfundament mit diesem Elektroschleim. Dann... Oh nein, mein schönes Hotel, das heime Gebäude, es ist in diesem Schleim versunken, warum gerade ich? Das Personal räumt auf, aber was ist mein Hotel? Was soll ich nur tun? Ich kann mich doch nicht zurücklehnen und... es kommt zurück, das Handy ist da, unternehme etwas! Ja, und dieses Ding hat eben das alles verursacht. Und ehrlich, das könnte schwierig sein, die Aufgabe, weil... Sagen wir mal so, es hat nämlich auch eine Zellteilung-Funktion, wenn es zu viel Schaden nimmt. Dann teilt es sich in Teile auf. Deswegen eben diese von, da kann man mehr Schaden richten. Wenn sie dann ein bisschen zu nass sind, gewinnt ein bisschen Abstand, sucht euch einen Punkt, wo ihr sie angreifen könnt und dann macht weiter mit der Taktik. So kann man sie am meisten ausschalten. Sie können auch sogar ins Wasser gehen und sie kriegen keinen Schaden, aber wenn man sie direkt anspritzt, dann kriegen sie Schaden. Das muss man so lange machen, bis sie in die zweite Phase gehen, weil dann werden sie richtig aggressiv. Merkt ihr, dass wie eine Katastrophe ist. Meistens will der Trick wieder nicht so funktionieren, wie ich gerade will. Am Anfang könnt ihr es einfach noch so machen, ein bisschen rumsprühen. Die Hoffnung, ihr trefft einen.
ich glaube, im Wasser ist man, glaube ich, zum Teil auch ein bisschen geschützt, aber doch nicht. Dafür sind eben auch die Mützen da. Wieder. Wenn ich jetzt noch den Modus hätte, in dem ich auch noch laufen könnte, wäre es mir einfacher. Ich muss jetzt halt damit begnügen, was ich habe. Oh, wo seid ihr denn? Ach, da unten. Vorausgesetzt, ich würde sie mal treffen. So, der eine ist noch da draußen. Los. Ach, da drüben sind noch welche. Okay, jetzt haben wir wieder einige erwischt. Aber die zweite Phase, die ist halt ein bisschen gefährlich, aber die wird dann auch wieder einfacher, weil sie dann eben dann auf einen zukommen. Halt ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ich konzentriere mich jetzt einfach drauf. Sind sie aggressiv, denn jetzt kommen sie einen auf zu. Das kann man jetzt auch benutzen, indem jetzt einfach ein bisschen wild rumsprühen. Jetzt hat nur, dass ich jetzt einen guten Stand habe, damit sie nur von vorne kommen und nicht von hinten. Denn sie wollen sich jetzt halt den Tod rächen. Und wenn die Schaltplatte abstürzt, haben wir sie alle besiegt. Und das Hotel ist wieder da. Das ist unsere Belohnung, eine schöne Shine-Sprite. Da hat die Frage, kann man die schon Nee. Weil später brennt dann halt die auch Flammen und dann, glaube ich, kriegt man dann wahrscheinlich die eine oder andere Münze. Aber jetzt, nach einem weiteren anstrengenden Part, wollen wir uns die Insigne und lass es mal gut gehen. Und von den blauen Münzen fehlen ja auch nur noch 98 Stück. Wir haben jetzt zwar schon 142. Ach Gott. Ehrlich, ich bin kaputt wie eh und je. Und ich denke, ein paar blaue Münzen können wir noch holen in Lita Sirene. Aber die nächste Aufgabe werden wir dann halt in das nächste Part angehen. Und das wäre nämlich dieses hier. Kapitel 2. Das Geheimnis der Hotellobby. Und jetzt brennen auch die Flammen wieder. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich schau jetzt mal nach. Okay, das One-Up wusste ich, aber ich weiß nicht sicher, ob es eine blaue Münze gäbe. Aber anscheinend doch nicht.
An dieser Seite ist anscheinend auch keine blaue mehr. Da wird es wahrscheinlich die einzige blaue gewesen sein. Also wollen wir jetzt mal ein bisschen Flammen kümmern. Weil ich glaube, die meisten sind dann wirklich im Hotel drinnen, die bauen. Okay, da ist nur eine gelbe. Ich weiß, in einer der Fackel ist auf jeden Fall eine blaue. Und da unter dem Dach ist nämlich auch eine. Vorausgesetzt, ich schaffe es irgendwie dort hochzukommen. Oder Mario, willst du wieder Arbeitsverweigerungen begehen wie im Part 16? Du weißt, dass dein Vertrag bald gecancelt wird, wenn du so weiter in solchen Mist treibst. Es gibt dann auch mal eine Zeit, in der ich dann einfach deinen Vertrag nicht mehr verlängere bei mir. Dann kannst du schauen, wo du dann deine Arbeit herbekommen willst. Ah, diese Fackel ist es. Gibt nämlich eine blaue Münze preis. Wir schauen jetzt zur Sicherheit auch die anderen Fackeln nochmal an. Damit wir auf jeden Fall zu 100% sicher gehen können, dass dort keine mehr ist. Und das eine Schild, das will ich auch wieder überprüfen. Weil irgendwo gibt es eine blaue Münze frei. Zwar jetzt. Also nur nicht in Kapitel 1. Und jetzt da oben die Blumenwiese. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch mal eine gibt. Wusste ich's doch. Manchmal trügen mich die Erinnerung doch nicht mehr. Der Brunnen hier. Nix. Das ist einfach nur zu Deko. So, dort beim Hotel oben ist nämlich auch noch eine blaue Münze hinter dem Gebäude versteckt. Vielleicht denke ich noch ein M-Graffiti. Also ich kann nur schauen, wo genau. Okay, da ist schon mal keine. Und vielleicht nicht gerade ins Feuer springen, das wäre auch schlau. Das sieht es nicht danach aus, ob hier noch irgendwo Mario Morgana noch ein bisschen sein Graffiti hinterlassen hat. Also bis jetzt sehe ich mal nichts, aber ich kann mir vorstellen, früher oder später wird eins hier sein. Oder war es sogar in Kapitel 1 sogar der Fall? Ich hoffe mal nicht. Ja, dann bringe ich mich um. Ja, das tue ich mir nicht nochmal an. Hey! Mario, wenn ich mich erinnere. Ah, ja, stimmt, genau, Mario. Also. Ich habe das Gefühl, dass du mir erneut helfen kannst. Alter, könntest du ja einmal lassen mit dem Anruferei oder mit dem Telefonterror. Schon das zweite Mal heute. Kann ich mal zum Thema kommen? Ja gut, Entschuldigung. Okay, nun, das Hotel, es ist voller... voller Geister. Vielleicht könntest du hereinkommen? Bitte! Ich weiß, dass du ein Wunderheiler bist. Keine Bescheidenheit. Ja. Und er hat nicht Unrecht, denn hier ist wieder ein Buhus. Und so wie die gerade aussehen, haben sie wahrscheinlich Drogen genommen. Weil die sind so richtig geil. So, hier auf jeden Fall auch schauen, ob da nicht noch eine blaue Münze irgendwo versteckt ist. Vor allem die Booster können sich meistens auch unsichtbar machen, also muss man auch davon ausgehen, dass sie... ...dass man einfach mal getroffen wird. So, die Fackeln wollen wir natürlich auch noch... ...prüfen, vielleicht ist dort noch eine blaue. Ich glaube, die Booster kann es auf jeden Fall besiegen, wenn sie mit Wasser voll spritzt. Sonst sehe ich gerade nichts mehr auf dem Schirm. Ah, nur die Brandschutztüren sind noch zu. Okay. Aber wie es dann hier weitergeht, erfahrt ihr leider erst im nächsten Part. Also, bis dann. Ciao.